Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield. Jetzt gerade mal wieder zu neuen Tatendrang. Aufgaben sind natürlich alle fertig. Es ist jetzt bei mir auch doch ein bisschen später geworden, als ich eigentlich gedacht hatte. Ich hätte so ein bisschen damit gerechnet, so zwischen 10 und 11 zu Hause zu sein. Jetzt ist es gleich 1 Uhr. Aber natürlich nehmen wir die Folge noch auf, damit wir auch morgen noch Material haben. Und gucken mal, nachdem wir die letzte Folge nachvertont haben, oder beziehungsweise sagen wir, vertonen mussten, dass wir vielleicht heute, hoppla, das ein bisschen wieder mit normalem Ton in die Bühne kriegen. Hat ja eigentlich in letzter Zeit immer ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, woran es dann so lag im Endeffekt, dass es da nicht ging. Ich vermute einfach meine Dusseligkeit und ich hatte den Ton ausgestellt bei Screencast, also dass er den Ton nicht mit aufnimmt. Könnte sein, dass das da der Fall war wegen den Minecraft-Aufnahmen, die wir vorher gemacht haben. Naja, 350, nicht so der Knaller. Und ich muss allerdings was beichten, und zwar wollte ich heute Nachmittag zwischendurch die Leute schon mal losschicken, dass sie ihre Aufgaben machen. Und da bin ich aus Versehen schon auf Mr. Burns gekommen, obwohl er ein Ausrufezeichen hatte. Und wir müssen jetzt quasi von Mr. Burns das Haus bauen. Das kostet aber geschmeidige $98.150. Das heißt, das wird uns jetzt die nächsten Tage erstmal, beziehungsweise die nächsten Tage werden wir uns damit beschäftigen, das Geld zu sammeln, was wir für das Haus von Mr. Burns brauchen. Weil das würde ich ganz gern bauen. Und dann müssen wir natürlich erstmal gucken, ob ich da vor allem auf Platz überhaupt färb. Nicht, dass ich das irgendwie noch so ganz doof hier neben die Ecken setzen, irgendwo in die Ecke quetschen muss oder so, weil das ja wahrscheinlich relativ groß sein wird. Ich weiß nicht, ob es dann hier vielleicht hin sollte, aber das ist auch doof. Am besten kaufen wir einfach, oder warten wir einfach, bis wir noch $9.000 mehr haben und kaufen dann hier hinten noch ein Grundstück. Dann würde ich nämlich eventuell mal hier was kaufen vielleicht. Diese ganzen braunen Häuser ein bisschen hier so wie so ein Ghetto da hinten irgendwo hinbauen. Und dann mal schauen, dass wir das irgendwo hier hinkriegen oder so. Oder hier oben hinter ist aber auch nicht so der Burner für Mr. Burns. Vielleicht aber auch hier. Ich weiß nicht, was kostet denn das Grundstück? 9000, guck mal, das wird auch gehen. Dann würde ich vielleicht hier das ein bisschen erweitern und dann hier so die Straße, also dass man hier das hinbaut. Oder hier oben. Das wäre vielleicht eine Idee. Da müssten wir auch sparen auf 108.000 ungefähr. Also noch circa 50, naja, nicht ganz, 45.000, das wäre so, müsste in ein, zwei Tagen ja auch machbar sein eigentlich. Problem wird sein, jetzt ist quasi Donnerstagabend, wenn mich nicht alles täuscht, also quasi, ja, beziehungsweise jetzt ist mittlerweile schon Freitagmorgen, 0.52 Uhr, und ich werde sozusagen von morgen Abend bis Sonntagmorgen, Sonntagnachmittag unterwegs sein, mehr oder weniger. Weil wir morgen verschiedene Veranstaltungen haben, wo wir Musik machen müssen etc. und aufbauen. Und dann haben wir Samstagabend noch eine Hochzeit in Bochum. Und auch da müssen wir hinfahren und pennen dann in Bochum im Hotel. Und dann komme ich theoretisch erst Sonntagnachmittag wieder. Deswegen werde ich wahrscheinlich, muss ich gucken, ob ich es zwischendurch irgendwie mal zusammengeschustert kriege, eine Aufgabe zu bauen, nochmal eine Aufnahme zu machen. Aber ansonsten schätze ich mal, dass wir spätestens Sonntagnachmittag auch die Aufnahme machen können. Oder Montagmorgen. In der wir das Haus bauen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt eventuell, was haben wir denn? Eine Folge haben wir, glaube ich, für morgen noch. Dann wäre Freitag abgedeckt. Wenn ich jetzt zwei mache, sind Samstag, Sonntag und dann können wir Montag frisch durchstarten. Das wäre nicht verkehrt, weil das sonst ein bisschen knapp wird. Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich auch zwischendurch irgendwie noch eine, wenn dazwischen gefusselt. Das wird sich dann mal zeigen. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann irgendwann zwischendurch hochgeladen kriege. Das heißt, ich müsste morgen noch eine machen. Und dann mal schaue nicht, dass ich könnte theoretisch natürlich jetzt gleich alle Leute auf 12 Stunden Aufgaben schicken und am Morgen Nachmittag nochmal kurz das aufnehmen.
Das werde ich aber dann testen. So, jetzt laber ich nicht mehr rum, jetzt fangen wir auch erstmal an. Wow, unglaublich, dass es schon wieder geklappt hat. Mom, hast du gehört? Es ist schrecklich, die Schule streikt. Ich bin sicher, Mr. Skinner und Miss Krabbel werden eine Lösung finden. Aber die gute Nachricht ist, dass du jetzt Zeit hast, im Haushalt zu helfen. Der war gut, Mom, aber in einem so schönen Tag wie heute und ohne standardisierte Tests, ich muss lernen. Lass Bart Skateboard fahren. Bitte schön. 4 Stunden, ach, wie doof ist das denn? Na, egal. Wieso muss, ist das denn, wenn ich auf den klicke? Ja, Leute. Ach, den kann ich jetzt immer noch nicht benutzen, ne? Ja, das war falsch. Entschuldigung, mein Fehler. Kenntnisse, den Wetterbericht übertragen. Ja, machen wir gleich. So, wo war denn jetzt Bart? War nicht bei Bart gerade 2 Sachen? Dass Lisa die Hausaufgaben nächste Woche machen. Ja, bitteschön. 24 Stunden. Auch gut. Ja, ich weiß nicht. Sonst habe ich, glaube ich, noch nichts gesehen mit irgendwelchen Ausrufezeichen über die Birne. Und deswegen würde ich jetzt mal dazu tendieren, die Leute mal 12 Stunden Aufgaben machen zu lassen. Ich muss morgen früh nämlich auch sofort wieder los. Wir müssen noch so ein paar letzte Reste machen. Roten Teppich verlegen und so ein Getöse. Und ich hoffe, dass ich dann gegen 15 Uhr wieder zu Hause bin. Dann danach da dann noch mal was aufnehmen kann. Falls überhaupt was Interessantes passiert, dann mal gucken. Das werden wir dann sehen. Weil irgendwie ansonsten ist das ein bisschen stressig, dieses Wochenende. Aber was will man machen, wenn man halt als armer Student am Wochenende knechten muss, ne? Naja, hat ja bald ein Ende hoffentlich. Die Studiererei zumindest. Das Knechten wahrscheinlich noch nicht so. Naja. Badem, so. Oh no! Wieso hat denn jetzt echt keiner mehr irgendwelche Aufgaben? Das wird doch irgendwie auch blöde hier. 12 schon, so. Oh, puh. Ich habe das Gefühl, dass das ziemlich leckt, wenn ich das. Ich habe die Frames mal von 21 auf 25 hochgemacht. Und zwischendurch scheint es ein wenig zu hakeln. Muss ich die mal wieder runter machen. Das war ja vorher eigentlich in Ordnung. Also. So, einen irischen Tanz führt immer auf. So. Krusty. Hier, wie gesagt, immer noch unser grandioser, toller Hafen. Schön wie nix. Naja. Vielleicht wird es ja noch irgendwann, also ich weiß ja nicht, das Wasser ist ja auch noch wieder richtig teuer, das heißt aber, wenn wir jetzt, ich will auf jeden Fall, glaube ich, lieber erst von Mr. Burns das Haus bauen und mich danach irgendwann mal um die Angelegenheiten nur im Wasser da unten kümmern. Ja, und deswegen bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig, nehmen wir mal wieder den alten, bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig, was wir dann da irgendwie machen können. Dass wir da mal Geld kriegen, weil ich habe keinen Bock da was, also normales Geld für auszugeben, aber ich habe auch keinen Bock hier ewig 100 Jahre zu warten, weil irgendwie geht mir das ein bisschen langsam. Die könnten theoretisch die Belohnung ruhig mal ein bisschen erhöhen, finde ich. Oder irgendwie so eine Tagesgage, dass man pro Tag irgendwie nochmal ein bisschen was kriegt, einfach. Die Überraschungen zum Beispiel, dass die einfach mal statt 100 und 1000, was weiß ich, 2000 und 5000 sind oder so. Oder 1000 bis 5000 oder so. Dass man ein bisschen mehr kriegt jeden Tag. Weil so ist das doch schon zeitweise relativ langwierig. Vor allem, wenn man sich da so mit beschäftigt, wie wir jetzt hier. Und da versuchen muss, irgendwelche interessanten Videos rauszukriegen. Weil wenn man den ganzen Tag nur sowas macht wie ich gerade, ohne dass man irgendwas bauen kann, einfach drauf losdengeln und was hier noch Neues an Brunnen. Schick, schick. Aber wir müssen jetzt sparen, wir müssen das Haus bauen. Ja. Wie gesagt, also wir müssen mal gucken. Wenn man da so ein bisschen was Interessantes mit schaffen will wie wir, dann ist das schon mal ein bisschen langwierig hier alles. Oder beziehungsweise im Endeffekt passiert manchmal ein bisschen wenig, um damit quasi interessante Sachen zu füllen. Und was ich jetzt eigentlich mal machen wollte, ist hier
ein bisschen Platz schaffen, damit man da eventuell, da wo ich gerade das Zeug wegnehmen wollte am Anfang, schon mal ein bisschen Platz hat, um da vielleicht so einen Durchgang zu bauen zum Haus von Mr. Burns, dass er nicht durch seinen eigenen Atommüll muss. Weil es ja eigentlich passen würde, ne? Wir lagern das ganze Gelumpe jetzt einfach mal da. Nein. Und gucken wir mal. Ich würde das dann ganz gerne irgendwie so machen. Das ist quasi, dass wir hier, wenn wir dieses Stück hier noch kaufen, was wir ja hier jetzt haben mit den drei Klötzen darauf, dass wir da vielleicht sein Haus hinbauen. Dann ist das hier zwischen den beiden Türmen. Und dann machen wir das mal vielleicht so und bauen da diese Pöller irgendwie hin. Dass das so den Durchgang quasi ein bisschen absperrt. Nein. Und dann könnte man vielleicht im Endeffekt hier dieses Batman-Symbol von ihm. Wir machen das so. Dass man das so macht. Nein, so macht. Und jetzt mal eben hier den schlanken da wegjagen. Den schmalen. So. Dass man das so irgendwie macht. Und dann könnte man ja hier trotzdem noch so einen Durchgang machen. Wenn man beispielsweise jetzt hier diese beiden Biberjäger da irgendwo anders hinpflanzt. Könnte man ja hier oben noch ein bisschen hin tun oder so. Zum Beispiel bei. Ach, ja, keine Ahnung. Gucken wir, wenn es soweit ist. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu friemelig. Die laufen ja auch dann über den Gehweg, wenn es soweit ist. Also, das ist ja auch nicht das Problem. Das heißt, dann könnte man hier oben Mr. Burns Haus auf jeden Fall irgendwie hinbauen. Und hier unten ist ja auch noch 9000 Euro Grundstück. Und dann bauen wir da irgendwie einen Slum oder sowas. Und gucken uns das mal an. Und wenn das dann alles fertig ist, dann können wir uns wieder damit beschäftigen, hier am Hafen irgendwie mal das ganze Gedöns ein bisschen schöner zu machen. Ist denn, kriegt man den nicht? Den kriegt man gar nicht hier anders hingesetzt, ne? Das ist auch Blödsinn hier, ganz ehrlich. Aber vielleicht können wir den mal kurz in die Kiste packen. Dahin und dann aus der Kiste das benutzen und dahin stellen. So. Dann sieht man wenigstens ein bisschen von dem Itchy und Scratchy Ding auch. Nein. Ja. Weil nebeneinander geht es ja doch nicht. Geht das denn mit diesem komischen Stuhl nochmal? Lagern. Ja. Den Stuhl, den könnte ich doch auch hier hin tun, oder? Ja, so, das ist doch schon mal besser. So, und dann gucken wir mal, dass wir den jetzt noch hier. Ganz an den Rand geht er nicht. Ja, so geht er. Aber das ist auch doof. Ja, wenn man den jetzt wenigstens so umdrehen könnte, dass der Ausgang nach hinten ginge, ne? Aber egal, so. Wir lassen das einfach mal so und gucken dann mal bei Gelegenheit, wenn wir hier ein bisschen weiter sind, dass wir da was hinkriegen. Was wir noch machen müssen, ist den Wetterbericht übertragen. Da wir aber Geld brauchen, tendiere ich jetzt fast dazu. Ist egal, komm. Was soll's. So, und was wollte ich jetzt noch? Jetzt ist hier eigentlich alles fertig. Persönlicher Teil halt Burns Haus bauen und noch zwei von diesen Promenadenabschnitten. Die habe ich schon mal, das ist ja nicht das Problem. Aber ich habe auch noch keinen Platz, wo sie hinbauen müssen. Oder können. Das werden wir aber auch schon irgendwo noch unterbringen, würde ich was sagen. Und wir gucken mal schnell. Wir haben ja auch noch unser zweites Springfield. In dem wir ja noch. Alter, wie heiß das Handy wird, ey. Gerade hinten an das Alu-Dinges von der Kamera gekommen. Das ist echt knallerheiß. Durch Aufnehmen und Spielen.